Herzlich willkommen zu Part 9 von Let's Play The Sims 4 Gold Digger Challenge. Wir sind wieder zurück mit unserer lieben JD, unserem ganz traurigen Maddie und unserem kleinen Valentino. Der letzte Part war, ein bisschen nervenaufreibend, würde ich sagen. Wir waren mit JD ein bisschen feiern, weil sie hat ja jetzt super viel erreicht. Sie ist jetzt ein Star, das, was sie immer wollte. Sie verdient ihr Geld und... dann ist sie halt feiern gegangen mit Ishan, fällt mir gerade ein. Ist sie mit Ishan feiern gegangen? Was habe ich mir denn dabei gedacht? Naja, sie war auf jeden Fall feiern und am Ende war sie sehr betrunken und ist dann mit einem Herren namens Kiefer im Schrank gelandet und hat dort mit ihm ein bisschen betrunkenes Techtelmechtel betrieben. Ist dann ganz früh am Morgen wieder nach Hause zurückgekehrt, total betrunken. Matty war total stinksauer. JD hat ihm im Eifer des Gefechts dann gesagt, dass sie ihn betrogen hat. Und Matty hat sich daraufhin von ihr scheiden lassen. das ist im letzten Part passiert. Daraufhin war JD natürlich so sauer, dass sie Matty gesagt hat, dass er ja sowieso nicht der Vater von Valentino ist. Darüber war Matty sehr happy. Deswegen, ja, das sagt auch schon wieder sehr viel über die aus. Noch ist Matty bei uns im Haushalt. Wir werden heute entscheiden, wie das Ganze weitergehen wird. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Video rein und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Also, hier sehen wir nun unsere schlafende JD. Sie schläft gerade ihren Rausch aus. Also, ihr seht, sie ist immer noch total müde und wir haben jetzt 9 Uhr. Und Matty muss jetzt zur Arbeit. Und ich habe mir so gedacht, also eigentlich wollte ich ihn halt ausziehen lassen. Aber wir nehmen sein Gehalt jetzt noch einmal mit. Wir lassen ihn jetzt noch einmal zur Arbeit gehen und auf der Arbeit, also er schwimmt jetzt gerade noch hier ein bisschen im Pool. Und auf der Arbeit lässt er sich das dann halt so durch den Kopf gehen, dass er halt jetzt dann heute ausziehen möchte und... packt halt jetzt seine Sachen und geht dann nach der Arbeit in sein neues Leben. Und wie gesagt, JD schläft und Valentino spielt hier mit seinen Spielzeugen. Oh Mann, du bist aber auch so ein Süßling. Was hat er hier? Diagnose bäriges Kichern. Valentino hat jetzt die Befunde über den... Keine Ahnung, was das schon wieder ist. Brabbeln mit Matty möchte er. Und möchte mit seinem Daddy brabbeln. I hate to break it to you, but he will move out. Also ich glaube auch, dass Matty dann auch nicht keinen Kontakt zu ihm pflegen wollen wird, weil er eben ja auch denkt, dass er nicht der Vater von Valentino ist. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie da eine Stimmung zu hat oder so, wenn ich jetzt auf JD draufgehe. Gesagt bekommen, nicht der Vater von ihrem Kind zu sein. JD sagt, dass Matty nicht der Vater des Kindes ist. Okay, hat Matty betrogen und geschieden. Gut, okay, also er ist der Meinung, dass er eben nicht der Vater ist. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, vor allem bei dem Männerverschleiß, den JD in der nächsten Zeit auch haben wird. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Also ihr wisst ja, wir haben jetzt hier die Aufgabe, dass wir in 2 Tagen müssen es jetzt, glaube ich, sein. Ne, 3 Tage. Jemanden heiraten müssen und dann kriegen wir halt richtig viel Geld. Ihr habt schon so ein bisschen angedeutet, was dabei rumkommt und es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Deswegen sollten wir das unbedingt machen. Und ich bin mir halt jetzt noch nicht sicher, ob wir jetzt schon mit Ishan gehen sollen oder ob wir jetzt nochmal jemand anderen quasi dazwischen werfen. Aber ich glaube, es wäre eine ganz gute Sache, wenn wir jetzt halt Ishan total vorschnell heiraten. Vielleicht ist das ja auch in seinem Interesse, dass er so sagt, ja natürlich, für dein Kind ist es besser, wenn du einen Mann an deiner Seite hast. Weil er wittert natürlich hier das ganz große Geld, weil JD jetzt so ein Aufstreben, das da ist und eben auch dieses Haus hat und so. Oh, Valentino weint. Was ist los? Oh no, er hat Hunger. Ist Matty jetzt schon arbeiten? Ah, er geht jetzt arbeiten. Okay. Da kommt auch unser Haushälter. Apropos Haushälter, ich habe mir jetzt auch das Pack gekauft, womit man einen Butler bestellen kann. Also man braucht ja dieses Vintage Accessoire-Pack-Dingsbums, um Butler engagieren zu können. Und wir können jetzt einen hier einziehen lassen, aber ich glaube, dass es noch ein bisschen zu früh ist, weil der kostet irgendwie am Tag 1000 Simoleons oder sowas. Das können wir uns noch nicht leisten. Und ein Känguru ruft an. Oh mein Gott, das war der Regisseur! Geh dran! Oh! What? Er möchte in Katies Bar mit uns auf ein Date gehen. Verabredung bedeutet Date. Verabredung ist kein freundschaftliches Treffen. Verabredung ist ein Date. Aber JD geht's wirklich nicht gut. Und wir haben ein Kind. Nee, komm. Nee, wir gehen nicht mit ihm mit. Wir werden uns heute noch ein bisschen um unser Kind kümmern. Jetzt ruft hier schon wieder jemand an. Heidewitzka. Auftakt? Nee. Wir sind in der Schauspielbranche. Es ist, wir sind glücklich. Also ihr seht, JD ist sehr gefragt im Moment. Wir werden jetzt mal dem kleinen Mann hier etwas zu essen machen. Kinderbetreuung. Wait, warum kann ich ihm nicht zu essen geben? Wir haben keine Hochschule. Oh mein Gott. Worst Mother of the Year. Auf jeden Fall glaube ich halt, dass Ishan da auf jeden Fall auch easy mit
mitziehen würde. Also würde sagen, ja, gar kein Problem, wir können sehr gerne heiraten und können einen Ehevertrag aufsetzen. Damit er natürlich dann, also er ist quasi ja die männliche Gegenseite von JD. Also er stellt sich ja genau das Gleiche vor, was sie auch den Männern antun will. Und naja, da kommt dann eben eins zum anderen, wenn er versucht, JD abzuziehen. Und somit starten wir dann unsere Serie an unglücklichen Unfällen. Oh, der ist schön, der Hochstuhl. Der passt gut hier rein. Gibt es den noch? Ja, ich glaube, so ist gut. Wir haben ja beim letzten Mal auch das Haus so ein bisschen vergrößert und umgestylt. Apropos, hier ist noch anderer Boden. Da machen wir auch mal das so ein bisschen drauf. Ich glaube, ich werde hier noch so einen Balkon oder so drauf machen. Das habe ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt. Das wird das dann auf jeden Fall auch noch verändern. Und wie gesagt, hier unten müssen wir dann auch mal schauen, wie wir das aufteilen. Weil ich möchte ja auf jeden Fall auch noch ein Wohnzimmer haben. Das passt jetzt gerade hier halt noch nicht so gut rein. Aber das kriegen wir alles schon hin, aber jetzt haben wir erstmal noch einen Hochstuhl. Haben wir eigentlich schon ein Töpfchen für den kleinen Mann? Haben wir nicht, ne? Wir haben gar nichts für ihn, außer halt ein schönes Zimmer. Okay, wir brauchen ein Töpfelino. Wir haben nur noch 150 Simoleons. Wird Zeit, dass Matty arbeiten geht. Also, er ist ja arbeiten. Okay, ja, dann nehmen wir doch diesen hier. Der sieht schön schlicht aus und stellen den vielleicht einfach auch direkt neben die Toilette. Das Gute ist, wir können ja die ganzen Sachen dann auch einfach behalten, weil wir ja noch einige Kinder mehr bekommen werden. Okay, so, und dann gehen wir jetzt mal hier runter und geben Valentino etwas zu essen. Er kriegt ein Schinken-Käse-Sandwich. Sie ist halt super gestresst und verkatert hier. Sie ist gerade am Ausnüchtern. Sie braucht dringend Vergnügen und ist eben selber gestresst, weil sie nur noch 3 Tage hat, um zu heiraten. Genau, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht heute dann auch nochmal, sehr gut, der Haushälter hat sauber gemacht, dass wir, nachdem wir uns jetzt ein bisschen mit Valentino gleich beschäftigt haben, dass wir dann nochmal auf ein Date mit Ishan gehen, damit wir das dann halt noch ein bisschen weiter vorantreiben können, weil wir müssen ihn ja in 3 Tagen heiraten, nicht mit ihm zusammen sein oder so, sondern wir müssen dann ein Paar mit ihm sein. Und Kiana schreibt uns eine SMS, glaube ich. Hey JD, wie geht's? In letzter Zeit ist dein Name in aller Munde. Sollen wir uns nochmal treffen? Wir waren schließlich schon Freunde, bevor du berühmt wurdest, stimmt's? Naja, du bist meine Mutter, möchte ich kurz. Oh, sie ist hier. Möchte ich kurz festhalten. Oh mein Gott, aber Kiana merkt es auch einfach, wenn es ihrer Tochter schlecht geht, ne? Also, sie... Wait, habe ich ihr beim letzten Mal schon gesagt, dass sie mit Ishan am Rum... Nee, ich glaube, sie hat nur gesehen, dass sie zusammen feiern waren, aber nicht, dass die, ja, irgendwie am Anbändeln sind und so. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass sie jetzt nochmal ein bisschen da ist und vielleicht können wir ihr dann nochmal von dem, ja, Aufeinandertreffen mit Matty gestern erzählen. Fragen sie mal nach Liebes-Advice, damit sie uns vielleicht noch ein paar Tipps geben kann. Ich meine, sie hat ja auch ziemlich viele Männer in ihrem Leben gehabt. Deswegen fragen wir sie einfach nochmal. Wir teilen mal unsere Gedanken mit ihr und können ja vielleicht auch mal über das erste Weihnachten mit Valentino reden, dass wir das dann wahrscheinlich alleine verbringen müssen. Oh, wir haben gar keinen Strom. Ups. Fällt mir gerade auf. 926 Simoleons. Aber Hauptsache, Dina war wieder shoppt. Naja, ne? Das kennen wir ja schon von mir. Das ist ja nichts Neues. Und dann kann Valentino nämlich auch mal ein bisschen Zeit mit seiner Oma verbringen, bevor sie dann halt, ja, sich ein bisschen verstreiten werden. Also nicht Valentino und Kiana, sondern JD und Kiana. Was hat er jetzt hier zurückgelassen? Doch, doch, deine Mom ist in der Nähe. JD um Essen bitten. Hat sie dir nicht zu essen gegeben? Doch, du bist satt. Du bist satt, Boy. Okay, dann muss sie jetzt mal Valentino ganz kurz rauslassen und dann kann Kiana noch ein bisschen mit ihm Zeit verbringen. Vielleicht können wir auch sagen, dass Kiana sozusagen auf ihn aufpasst, während JD wichtige geschäftliche Dinge erledigt. Mhm. Auf gar keinen Fall wird sie mit dem Ex-Freund ihrer Mom irgendwo hingehen. Auf gar keinen Fall. Okay, ich habe im Moment das Problem, das hatte ich bei der Tiana Legacy auch schon, dass ich irgendwie meine Kleinkinder nicht mit anderen Erwachsenen interagieren lassen kann, die außerhalb meines Haushalte sind, obwohl die sich auch schon kennen. Also die sind ja schon ein bisschen miteinander befreundet, aber wenn ich dann auf Kiana drauf drücke, kriege ich keinerlei Optionen, überhaupt gar nichts. Wenn ich das aber über den MC Command Center mache, also dass ich die jetzt steuere, wait, also über MC-Kontrolle und dann auf Valentino drücke, dann können die jetzt zum Beispiel hier freundlich, kann sie sich freundlich vorstellen. Aber sie können sich nicht, also er kann jetzt nicht mit der fremden Person reden. Ist das normal oder ist das irgendwie verbuggt? Er möchte ein Tablet-Spiel spielen, obviously. Du wirst ein Tablet bekommen. Du wirst das erste Kind in meinem Sims-Spiel sein, das ein Tablet hat. Ich glaube, ich hatte noch nie dieses Kleinkind-Tablet. Aber hier in dieses Let's Play passt das ganz hervorragend rein, dass JD eben, ja, ihrem Kind einfach so ein Tablet hinlegt, damit es beschäftigt ist.
Und JD wird dann jetzt Ishan mal eben eine SMS schicken. Oh, wir kriegen neue Jobmöglichkeiten. Oh, ja, natürlich. Okay, wir haben eine Jobmöglichkeit für Vladislaus Hardware, für Cowboy Musik. Ich glaube, das war das, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Und für Void Pop. Und für Void Pop brauchen wir Level 2 der Fitnessfähigkeit. Und die haben wir, glaube ich, schon. Das Casting wäre morgen und der Auftritt wäre am Freitag. Das eignet sich sehr gut. Wir müssen innerhalb von 3 Tagen heiraten. Wait, zählt der Freitag dann noch dazu? Freitag 19 Uhr. Ist aber spät, ne? Naja, das kriegen wir schon hin. Ich glaube, dann würden wir das mit der Musik machen. Weil sie möchte ja auch so ein bisschen in die Musikszene vielleicht mit reinrutschen. Ich habe ja auch gesagt, dass ich die Gesangsfähigkeit bei ihr noch weiterhin ausbauen möchte. Deswegen werden wir uns auf jeden Fall dann für den Job bewerben. Warum können wir uns übergeben? Weil wir einen Kater haben, ne? Weil wir einen Kater haben, können wir uns übergeben, korrekt? Nicht wegen anderen Dingen. Weil wir einen Kater haben. Oh mein Gott. Wir können nicht mal einen Schwangerschaftstest machen, weil wir uns das nicht leisten können. No way. Oh mein Gott, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Vielleicht ist es dann doch nicht Ishan der Nächste, sondern Kiefer. Vor allem, wir kennen Kiefer ja nicht mal. Das war ja wirklich so ein Rucki-Zucki-Ding. Oh no. Oh, Sprinkles ein Senior. Oh, Sprinkle Arena. Oh mein Gott, unser Wasser wurde auch abgestellt. Oh no. Oh mein Gott. Und sie denkt, während sie auf Klo sitzt, an ihren Vater. Wow. Okay, ihr geht's super schlecht. Super, super schlecht. Sie braucht Spaß und Essen. Haben wir noch irgendwas im Kühlschrank? Wir nehmen jetzt einfach eine schnelle Mahlzeit. Können wir irgendwas Schnelles, Gesundes? Ein paar Erbsen. Okay, dann gehen wir ganz kurz einen Nap machen. Okay, hier geht's direkt viel besser. Okay, Kiana haut jetzt gerade wieder ab, aber wir tun dann später einfach trotzdem so, dass sie dann noch da ist. Okay, Kiana. Ach, JD schläft, während der kleine Mann hier unten ein riesengroßes Chaos veranstaltet. Heidewitzka! Okay, dafür müssen wir ihn mal ganz kurz, erziehen. I'm very sorry, ich möchte das nicht tun, aber das geht nicht. Okay, wir werden aktuelles Verhalten maßregeln, sehr streng. Oh, nee, anschreien will ich ihn nicht. Anordnen. Anordnen, kein Chaos anzurichten. Nein, böse, aus, pfui. Okay, aber ihr geht's jetzt schon wieder viel, viel besser. Das heißt, sie wäre nun bereit, weil Matti kommt ja gleich nach Hause und dann möchte sie nicht auf ihn treffen, auf jeden Fall, dass Valentino zu Kiana geht, dass er den Nachmittag mit seiner Oma verbringt und wir dann noch Zeit mit Ishan verbringen. Und wenn wir vielleicht gleich irgendwie an Geld kommen, oder warte, bevor wir jetzt zu Ishan gehen, werden wir nochmal ganz kurz Zitronen ernten. Dafür werden wir natürlich unser A-Outfit anziehen. Weil ich muss jetzt wissen, ob sie schwanger ist oder nicht. Ich drehe sonst durch. JD wird nach ihrer Elternzeit bei der nächsten Schicht erwartet. Sie hat Elternzeit genommen? Déjà-vu ist nur... Okay, alles klar, Matti. So, wir haben jetzt ein paar Zitronen geerntet. Gut, dafür haben wir genügend Geld für einen Schwangerschaftstest. Wenn dieser Test jetzt positiv ist, ich raste aus. Wir werden mal die Geburtsurkunde noch von dem kleinen Mann hier an die Wand hängen. Und dann werden wir jetzt erfahren, ob er ein kleines Geschwisterchen bekommt. Von einem wildfremden Mann. Ah! No! Nein! Oh mein Gott, wo kam dieser Schrei her? Oh mein Gott, ich war mir so sicher, dass sie nicht schwanger ist. Oh mein Gott. JD. Nein. Oh mein Gott, das bringt meinen kompletten Plan durcheinander. Okay, wir müssen Ishan das Kind unterjubeln. Wir müssen Ishan das Kind unterjubeln. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay. Oh mein Gott. Ishan, komm hier hin. Komm du einfach hier hin. Warte, bis wann muss Matti arbeiten? Bis 19 Uhr. Okay, das schaffen wir. Oh mein Gott. Ich fass es nicht. Oh mein Gott, da ist er. Okay. Ich hoffe, er hat jetzt auch direkt Spaß in den Backen, weil wir sind ja jetzt schon, wir haben Hälfte, Hälfte. Okay, wir werden ihn instant anflirten. Wir haben gar keine Zeit für irgendwelche anderen Aktivitäten. Abhängen mit Ishan. Was bedeutet denn abhängen? Announce separation. Ja, okay, wir werden ihm sagen, dass wir uns getrennt haben, aber natürlich in unserem sexiesten Outfit. Oh mein Gott.
Also ich weiß noch nicht, ob wir Ishan das Kind, werden wir Ishan das Kind unterjubeln? Also entweder werden wir ihm das Kind unterjubeln oder wir werden ihm halt sagen, wir sind zur Not, wir sind schwanger von einem Mann, wo wir gar nicht wissen, wer das ist, wenn das die Presse erfährt. Und deswegen wird Ishan sagen, JD, alles ist gut, ich, weißt du, ich habe sowieso schon so lange drüber nachgedacht, ich finde dich so toll und wenn du willst, können wir heiraten. Ja, und er hat dabei halt, wie gesagt, nur das Geld im Sinn. Ja, okay. Hi, na. Wie geht's? Er ist mal wieder wütend, wie immer. Okay, er ist sehr traurig, also er fühlt sehr mit uns. Ist er böse zu uns? Sei lieb. Okay, und dann werden wir jetzt einmal ihn einfach anmachen. Hat er Bock? Hallo? Oh nein, er hat keine Lust. Er hat keine Lust. Okay, ich glaube, wir müssen einfach noch ein bisschen freundlich mit ihm sein. Wir werden ihn ein bisschen bewundern. Oh mein Gott, ich kann es wirklich nicht verstehen. Wie kann mir sowas passieren? Wie kann mir sowas passieren? Wir werden ihn mal fragen, ob er Kinder haben möchte. Wir werden fragen, war das schon immer dein Traum, ein Kind zu haben? Because I got one for you. Ich bin offen dafür, Kinder zu bekommen. Okay, er ist sehr sauer. Er ist sehr sauer. Er ist sehr sauer. Hi, Matty. Und jetzt ist Matty natürlich noch wütender, weil er jetzt, ne, sie haben sich gerade scheiden lassen und jetzt sieht er schon den nächsten Mann hier vor seiner Haustür. Zum Glück sieht man noch nicht, dass JD schwanger ist. Aber er hat ein bisschen Geld mitgebracht, was gut ist. Und jetzt wird Matty noch ein letztes Mal mit JD streiten und dann würde er sagen, das war's, ich bin raus, auf Nimmerwiedersehen, Tschüsseldorf, ich bin weg. Okay, werden sie einfach beleidigen und dann werden wir weggehen. Und dann werden wir ausziehen. Also er wird ausziehen. Er möchte einen Banketttisch kaufen. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss, mach's gut. Okay, Matty, das war's. Ich glaube, ich muss das über ein Dings machen, ne? Das mache ich jedes Mal. Ich kann das jedes Mal nicht Haushalt umziehen lassen, aber dann kann man es nicht aufteilen, ne? Sondern wir müssen in den Weltenverwalten-Modus. Ich habe wirklich gedacht, so jetzt, wir nehmen uns jetzt easy peasy, Ishan. Easy peasy, lemon squeezy. Nein, da rutscht uns noch ein Kind dazwischen. Zählt denn das Kind dann trotzdem für Ishan oder muss ich mit Ishan dann trotzdem noch ein Kind kriegen? Ah, aber ich meine, ein Kind mit Ishan, da kommt bestimmt was Schönes raus. So, also, Loha aufteilen. Matty, auf Wiedersehen. Tschüss, ohne Geld. Du bist dabei, einen Haushalt ohne Budget zu erstellen. Hör mal, Matty, du kannst froh sein, dass du nicht tot bist, okay? Weil normalerweise bringe ich alle Männer in Zukunft um. Also, sei froh, dass du noch... Also, er kann ja theoretisch auch einfach wieder nach Hause ziehen. Ich glaube, das mache ich auch. Haushalt auf ein Grundstück verschieben. Dass er wieder zu seiner Family nach Windenburg zieht. Zumindest vorübergehend. Hier wohnen die Björksens. Einziehen. Ja, ja. Sehr cool. Okay, jetzt wohnt Matty wieder zu Hause. Jetzt ist Ripley wahrscheinlich auch super sauer. Oh, ich habe vergessen, ich habe auch Vampire gekauft. Habe das Vampir-Pack gekauft. Das heißt, wir haben jetzt auch Forgotten Hollow. Da war ich noch nie, weil ich das Pack nicht hatte, obviously. Okay, jetzt wieder zurück nach Delsol Valley. Zu unserem 2,5-Personen-Haushalt. Ich fasse es einfach nicht, Leute. Ah, Mann. Okay, so, ist Matty? Matty ist weg. Okay, okay. Oh mein Gott. Dieses Kind hat hier einfach ein reinstes Chaos veranstaltet. Oh mein Gott. Er kann die Treppen nicht gehen. Ich bin wirklich die schlechteste Mutter EU-West. Okay, bevor wir jetzt irgendwas mit Ishan machen. Er hat kein Bett. Warum hat er kein Bett? Ach Gott, ey. Warum bin ich so? Das ist süß, das Bett. Das ist ein sehr süßes Bett. So. Welchen Farben gibt es das noch? Oh, das hat ja voll süße Muster. Wie süß. Aber ich glaube, ich lasse die Sterne mit dem Grün und so. Das ist niedlich. Okay. So, und jetzt werden wir den kleinen Mann einmal in Schlaf lesen, damit er dann noch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Oh mein Gott, es tut mir so leid, Boy. Träum schön von deinem neuen Geschwisterkind. Okay, er ist instant eingeschlafen, das heißt, seine Mami hat jetzt Zeit für andere Dinge. So, also wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen freundlich mit ihm beschäftigen, weil sonst nimmt er unsere Interaktion nämlich nicht an, weil er ist ja noch verheiratet. Bei Gartenarbeit murren. Mhm. Werden ihm ein Kompliment über sein Outfit machen. Was möchte sie? Wohin möchte sie schon wieder fahren? In Urlaub fahren nach Granite Falls. Also das ist jetzt gerade finanziell nicht so drin, JD. Dann werden wir ihn mal nach Geld fragen, wie viel Geld er so hat.
Dann sagen wir ihm, dass wir befördert wurden, damit wir noch interessanter für ihn werden. Dann fragen wir nach dem Einkommen von Ishan. Oh Mann. Ich wurde befördert. Ich bin so aufgeregt. Ich werde ab jetzt viel mehr verdienen. Mein Einkommen könnte etwas höher sein. Okay, also die zwei reden ganz eifrig über Geld. Und vielleicht weine wegen der Trennung. Oh ja, weine wegen der Trennung. An seiner Schulter. Tu es. Komm, nimm mich in den Arm. Eure Trennung tut mir leid, JD. Es wird bald besser. Ja, es wird bald besser, aber... Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich bin schwanger. Und ich weiß nicht, von wem das Kind ist. Es ist von... Oh, guck mal, eher so. Oh mein Gott, JD, bist du doof? Ist es von dem Mann, den ich letzte Nacht kennengelernt habe? Oder ist es von Matty? Und Ishan hilft dir tatsächlich jetzt beim Aufräumen. Das ist so süß von ihm. Aber du gehst jetzt nicht schlafen, Girl. Du musst dich noch ein bisschen mit ihm beschäftigen. Komm, gib ihm ein Kompliment über sein Outfit nochmal. Er findet sich natürlich auch wieder richtig geil. Ist er kokett? Dann können wir seinen Tag mal verschönern. Oh Gott, ist sie gestresst. Es ist spät, ich sollte schlafen. Ja, aber wir müssen noch Dinge klären. Oh mein Gott, er ist tatsächlich kokett. Ja, keine Ahnung, soll ich ihn jetzt nochmal anflirten oder? Ich weiß nicht. Oh, also die zwei sind sich, glaube ich, ein bisschen zu ähnlich manchmal. Also zwischendurch clashen die so. Okay, wir flirten ihn jetzt nochmal an und hoffen, dass es jetzt besser läuft. Oh mein Gott, okay, es läuft besser. Es läuft besser. Sehr gut. Okay, Ishan. Finde ich gut. Finde ich gut? Finde ich super. Dann er geht nach Hause. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Ich habe da noch diese eine Sache offen, von der ich dir erzählt habe. Ich werde dir später schreiben oder dich anrufen. Ich nehme an, dass dies bedeutet, dass er nun zu seiner Ehefrau geht und, naja, ihr sagt, dass er von ihr weggehen wird. Eieiei. Okay, JD wird jetzt auch erstmal schlafen gehen und wird das Ganze verarbeiten. Und hoffentlich geht es ihr morgen früh ein bisschen besser. Oh mein Gott, kann es noch schlimmer werden? Sie hat sich einfach auf der Treppe eingepieselt, mitten in der Nacht. Wir können nicht duschen, weil wir kein Wasser haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Teddy, warte, nee. Auf dem Rücken treiben. Nee, das ist jetzt nicht die Lösung. Zieh dein A-Outfit an und wir gehen durch die Nachbarschaft und gucken, ob wir ein bisschen Geld bekommen. Oh mein Gott, Girl. Aber ich finde es ja schon schön. Das hier ist einfach der Winter in der Salt Valley. Schon geil. Also hier schneit's nicht. Okay, Zitronen können wir verkaufen. Fossile extrahieren. 70 Simoleons, sehr gut. Das ist schon mal super. Eine Schatzkarte. Wait, wenn man eine Schatzkarte hat, dann kann man doch, ich glaube, hier nach Schatz graben. Hoffentlich ist es was Wertvolles. Jedi hat eine Kapsel ausgegraben. Es ist jetzt trotzdem diese Figur. Oh Mann, aber 100 Simoleons. Okay, Malte saugt vor der Tür. Es tut mir sehr leid, aber das kennt ihr mittlerweile. 100 Simoleons sind super. Okay, und das können wir auch noch extrahieren. 40 Simoleons. Wir können fast unsere Rechnung bezahlen. Aber auch nur fast. Okay, wir haben jetzt 755 Simoleons. Valentino ist jetzt auch wach geworden und er ist mega hungrig. Er stinkt auch, aber wir können ihn leider halt auch nicht waschen. Wir werden ihm jetzt erstmal was zu essen geben. Ja, wir geben ihm einfach ein Erdnuss-Butter-Jelly-Sandwich. Oh mein Gott. Eieiei. Es war so gut alles. Es war so gut. Und dann ist irgendwie alles downhill gegangen. Dieses Haus sieht aus wie ein Saustall. Der Haushälter kommt gleich und wird uns die Rechnung bestellen. Warte mal, wir werden ihn, glaube ich, jetzt abbestellen. Solange wir jetzt keinen Mann haben, der unsere Rechnung bezahlen kann, müssen wir den Reinigungsservice leider abbestellen. Die Hausmädchen auf dem Grundstück werden ihre Arbeit aber noch beenden. Aber die sind doch gar nicht da. Okay, räum das hier auch auf. Let's go, komm. Oh mein Gott, wir können nicht mal das Geschirr wegräumen, weil wir keinen Mülleimer haben. Ah, oh, was machen wir denn jetzt? Okay, wir werden schnell mit Valentino zu Kiana reisen und uns da frisch machen und Valentino dann vielleicht auch, wie gesagt, für den Nachmittag da lassen. Und da müssen wir uns ganz dringend nochmal mit Ishan treffen, weil wir haben ja jetzt nur noch 2 Tage. Beziehungsweise, ich glaube, bis morgen Nachmittag muss das mit der Hochzeit passiert sein, sonst kriegen wir das Geld nicht. Und zwischen den beiden muss auf jeden Fall noch mehr und schneller was geschehen. Ich glaube, das wird halt jetzt auch nochmal so eine geheime YOLO-Hochzeit in Las Vegas, weil sie kann ja nicht eine große Hochzeit mit Ishan planen, der Ex-Freund ihrer Mom. Also das kann sie ja erst sagen, wenn sie dann verheiratet ist. Upsi, überrumpelt werden? What? Wie überrumpelt werden? Was bedeutet das? Komm rein. Hä? Okay. Ah, okay, sehr gut.
So. Willkommen zu Hause. Jadys altes Zimmer. Oh mein Gott, hier war das Leben noch in Ordnung. Okay, dann werden wir jetzt als allererstes Valentino in einem Schaumbad baden, damit es dem Kleinen dann schon mal besser geht, weil er hat ja jetzt erstmal oberste Prio. Ah, mein Gott, ey. Geringe Aufmerksamkeit hat er auch noch, das arme Kind. Oh, hallo, Spiegel. Okay, so, und jetzt wird sie sich dann noch selber baden. Also, sie wird einmal hier auf Toilette gehen und dann wird sie schnell eine dampfende Dusche nehmen, damit sie kokett ist. Oh mein Gott, sie hat das Klo kaputt gemacht. Das Casting beginnt in einer Stunde. Oh mein Gott. No. Das passt halt jetzt gar nicht rein. Aber immerhin gibt es beim Casting Catering. Ach nee, das ist ja nicht der Auftritt, das ist das Casting. Ei, ei, ei. Oh Gott. Level 2 der Fitnessfähigkeiten. Sie hat Level 2, ne? Sie hat sogar Level 5. Okay, easy. Easy, wir werden das rocken. Wir werden das rocken. Und danach werden wir uns damit Ishan treffen. Oh mein Gott, guck mal, die ganzen Erinnerungen. Gestehe bereits, Wuhu gehabt zu haben. So Trennung bekannt geben. Wie geil ist das denn bitte? Also das Slice of Life Update ist wirklich geil. Wo ist denn Kiana? Weil das wäre natürlich schon cool, wenn sie ihr jetzt so sagen könnte, dass sie sich endgültig von Matti getrennt hat. Ah, da kommt sie. Okay, dann werden wir das auch noch ganz kurz machen. Oh nee, wir haben 12 Uhr. Okay, never mind. Mom, kannst du auf Valentino aufpassen? Ich habe ein ganz wichtiges Casting und jetzt, wo Matti nicht mehr bei uns wohnt, das, naja, da brauche ich jemanden, der auf ihn aufpasst. Und bitte. Okay, ich passe auf ihn auf. Nein, 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 lass das Kind hier. Nimmst du es mit zum Casting? Oh mein Gott, sie nimmt ihr Kind mit zum Casting. Never mind, okay. Oh shit, Casting fehlgeschlagen, du hast die Rolle nicht bekommen. Der Castingdirektor hat nicht gesagt, ob es am Vorsprechen gelegen hat oder daran, dass du dir an der Rezeption den Mund mit Pfefferminz vollgestopft hast. Arbeite an deinen Fähigkeiten, um beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein. Sie hatte so einen Hunger, dass sie die ganze Zeit Pfefferminzbonbons gegessen hat. Oh, JD, oh mein Gott. Naja, immerhin sind beide jetzt gewaschen und jetzt kann JD etwas zu essen vorbereiten. Und dann können die ganz entspannt den Abend ausklingen lassen. Sie macht mal vegetarischen Burrito mit Spinat, da kann sie eine Familiengröße von machen. Oh mein Gott. Okay, und dann wird sie Ishan, glaube ich, einfach hierher einladen, auch wenn wir keinen Strom haben. Weil in der Öffentlichkeit ist es jetzt vielleicht auch ein bisschen zu riskant, weil man das ja jetzt auch schon ein bisschen sieht, dass sie schwanger ist. Aber Girl, du musst schon weitermachen, ne? Du musst schon das zu Ende kochen, auch wenn du keinen Spaß dran hast. Aber Ishan ist auf jeden Fall direkt auch gekommen, als sie angerufen hat. Girl, koch weiter. Ich weiß, dass du kochen nicht magst, aber ihr habt ja Hunger. Koch zu Ende. Oh mein Gott. Hey, jetzt... No, es kommt ein Gerichtsvollzieher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. No way. Oh mein Gott. Oh no. Bitte nimm nicht unser Bett. Nicht unser Bett. Bitte nicht. No. Oh mein Gott, sie nimmt das Bett. Sie nimmt einfach das Bett. Ach du Scheiße. Und fertig gekocht hat sie immer noch nicht, ne? Ich dreh durch. Oh mein Gott. Aber haben wir denn jetzt wieder Strom? Wie? Die nimmt noch mehr mit. Das Bett ist ja wohl viel mehr wert als 900 Simoleons. Jetzt nimm nicht, bitte nicht unsere Dusche mit. Warum ist er... Achso, er war im Badezimmer. Im Pool. Oh mein Gott. Oh, er hat uns erschrocken. Ich dreh durch. Oh, was ist das für ein Tag? Was ist das für ein Tag? Okay, wir haben wieder Strom. Oh mein Gott, Ishan wurde vom Blitz getroffen. Alter. Ich dreh durch. Ich dreh durch, Leute. Ich dreh wirklich durch. What the fuck? Oh mein Gott. Naja. Sie macht jetzt hier die Burritos fertig. Und dann können sie jetzt zusammen kochen. Zusammen essen. Oh Mann. Valentino, ach, er hat jetzt auch eins, okay. Okay, und jetzt ran an den Speck. Er nimmt sich noch eine Portion, haben wir gar kein Problem. Wir haben ja nicht hier gerade Leben am Limit. Absolut kein Ding. Okay, dann werden wir ihn nochmal anflirten. Weil wir müssen das Ganze jetzt vorantreiben, es geht nicht anders. Dann werden wir ihm Kompliment über sein rustikales Aussehen geben. Sagen so, ah, du siehst irgendwie so heiß aus. Oh mein Gott, jetzt hat er schon wieder keinen Bock. Mein Gott, dieser Mann. Ich dreh durch, Leute. Ich dreh durch. Wait, hat JD schon dieses betörend? Pass auf jetzt. Betörend. No! Uns fehlen noch 140 Punkte. Wait, was kriegen wir, wenn wir
Auf 25? Cocktailbrunnen kaufen? Oh shit, das kriegen wir nicht hin. Oh no, warum ist er denn so anstrengend? Was können wir ihm denn sagen? Oh mein Gott, er ist aber auch einfach so anstrengend, ne? Ich benutze nette, also freundliche Interaktionen und er ist trotzdem abgefuckt. Er ist halt so anstrengend. Oh Gott, Ishan, ey. Oh shit, ist sie jetzt schon im zweiten Trimester? Sie ist schon im zweiten Trimester. Oh mein Gott. Ihr Leben ist einfach gerade ein reinstes Desaster. Guckt mal, wie sie aussieht. Kein Wunder, dass Ishan sie nicht will. Also, weil Ishan so oberflächlich ist. Wir können ja über Fitnesstechniken reden, weil sie mögen ja beide Fitness. Okay, okay, das fanden beide gut. Oh mein Gott, Leute, ich weiß nicht, ob das noch was wird mit der Hochzeit. 19 Stunden. Oh mein Gott, scheiße. Vor allem ist es halt nicht, es macht's nicht besser, dass sie jetzt so viele traurige Stimmungen hat. Warum? Es geht aber auch immer weiter zurück, das ist so anstrengend. Persönlicher Bruch? Teddy ist ein Geselliger, weshalb sie es ganz schmerzt, dass ihre Freundschaft mit Ishan bröckelt. Theoretisch darf sie ihn nicht mehr heiraten, weil er sehr attraktiv ist. Aber das ist ja der quasi erst der Startschuss. Ich weiß, wir sind schon, wofür haben wir jetzt Geld bekommen? Wir sind schon bei Part 9, aber die Golddigger-Challenge geht erst nach Ishan los, okay? Oh mein Gott, okay, weiter geht's. Oh, JD. Weil wir können nicht mal schlafen gehen, wir haben weder ein Bett noch... Oh, sie kann hier draußen. Sie kann draußen auf der Liege schlafen. Oh mein Gott. Wait, wait, wait. Aber bring erst dein Kind ins Bett. Duck, duck. Okay, Ishan. Mhm. Ist er gegangen? Er ist gegangen. Oh mein Gott. Naja, theoretisch könnten wir uns ja noch ein Bett kaufen. Wir haben ja jetzt noch 700 Simoleons. Ich weiß nicht, was für ein Bett wir da jetzt für bekommen. Natürlich wahrscheinlich nicht so ein schönes Bett, wie wir vorher hatten. Aber Bett ist Bett. Wow, nice Bett. Aber es kostet halt nur ein Simoleon, das ist ein bisschen blöd. Dann nehmen wir einfach das hier. Noch zwei Kissen und dann passt das. Okay, JD, dann kannst du hier schlafen gehen. Oh mein Gott, werden wir jetzt wirklich von Vladislaus heimgesucht? Okay, wir haben gerade eine SMS von Vladislaus, diesem Vampir, bekommen, dass wir einen hübschen Hals haben. Ah, wäre auch lustig, wenn wir uns Vladislaus irgendwann mal klären würden. Mein ist auch ein reicher Mann. Oh mein Gott, da ist er. Ich habe ihn gesehen. Da ist er. 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 Also er ist auf jeden Fall ein wohlhabender alter Mann. Vladislaus Straut. Er ist nicht hübsch. Aber, naja, vielleicht Dinge, ne? Und ich meine, da mit einem Vampir können einfache Unfälle passieren, weil Vampire dürfen ja, glaube ich, nicht ins Sonnenlicht und... Oh. Okay. Wir haben jetzt den nächsten Morgen, beziehungsweise wirklich Nacht eigentlich noch, 4.27 Uhr. Die ist mega gestresst. Sie hat noch 11 Stunden, um einen Mann zu heiraten, damit sie Geld bekommt. Ishan will sie irgendwie nicht. Er sträubt sich. Vielleicht ist Ishan dann doch erst die übernächste Wahl. Und sie wird sich nochmal mit Evan verabreden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Ich glaube, ich werde den Part jetzt erstmal an dieser Stelle beenden und ihr müsst mir mit Rat und Tat zur Seite stehen in den Kommentaren, weil ich bin komplett ratlos. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Frau anstellen soll. Sie ist einfach schwanger von einem fremden Mann. Wir kennen ihn nicht mal. Also wir haben ihn nicht mehr in unseren Kontakten und sie steht in der Öffentlichkeit. Sie kann kein Kind gebären, ohne verheiratet zu sein. Also sie muss in diesen 11 Stunden jetzt heiraten. Das geht gar nicht anders. Deswegen... Ja, sagt mir gerne, was ich tun soll. Und ja, das Gute war ja, dass heute Abend wäre ja der Auftritt gewesen, den haben wir sowieso nicht bekommen, deswegen ist das egal. Theoretisch können wir heute eine Hochzeit feiern. Und wenn es nicht die Hochzeit mit Ishan ist, dann können wir auch wirklich eine Hochzeit veranstalten. Mit David zum Beispiel. Und wir tun einfach so, als wenn wir ihn schon ewig kennen würden. Also, I mean, ne? Ist halt alles machbar. Aber das werden wir dann im nächsten Part klären. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Vorschläge in die Kommentare und Babynamenvorschläge, weil... JD ist schwanger. Deswegen schreibt mir gerne Namen für Mädchen und für Jungen in die Kommentare. Ihr wisst ja, das muss irgendwas mit Reichtum zu tun haben, so wie Valentino, irgendwelche Marken oder Edelsteine oder Autos oder Städte oder sowas. Das war ja der Plan und ich hoffe sehr, dass euch dieser Part Spaß gemacht hat. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es ist einfach so krass, wie diese Storyline immer wieder neu entwickelt. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss!